Damit kommen wir jetzt zu dem zentralen Punkt, nämlich wie kann man die globale Steifigkeitsmatrix aus sogenannten Elementsteifigkeitsmatrizen zusammenbauen? Zusammenbauen auf Englisch Assembly. Wir definieren dafür zunächst mal unsere Bilinearform für ein Element. Ja, also A von U, Delta U, da müssten Sie im Zweifelsfall nochmal zurückplanen, wenn Sie das nicht im Kopf haben. Das war ja das Integral oder EA mal das Integral U-Strich Delta U-Strich DX plus C mal das Integral U Delta U DX und dann kam noch dazu der Funktionswert der beiden Funktionen für x gleich L multipliziert mit S. Diesen Teil lassen wir jetzt mal weg. Das macht, wenn wir das elementweise betrachten, keinen Sinn mehr. Also in Klammern dahinter, diese Spitzenfedersteifigkeit S, die lassen wir jetzt mal weg. So, und das war jetzt, wenn hier von 0 bis L stünde, die ursprüngliche Bilinearform. Wir wollen das jetzt aber für das Element E aufschreiben und da wird jetzt eben nur vom Anfangs- bis zum Endknoten des Elements integriert, also x, e, 1, der erste Knoten des Elements und x, e, 2, der zweite Knoten des Elements. Die Element-Bilinearform. Dann die globale Steifigkeitsmatrix. KIJ hatten wir ja ursprünglich definiert als A ausgewertet für Phi I und Phi J. In dem A stehen die Integrale von 0 bis L und da ist es, denke ich, klar, da können wir auch elementweise integrieren und die Integrale aufaddieren. Also summieren wir über alle Elemente e gleich 1 bis NE, dann die Elementbilinearform ausgewertet für Phi I und Phi J und wir müssen jetzt eben noch diese Steifigkeitsmatrix für die Spitzenfedersteifigkeit S dazu addieren, na, damit das weiterhin passt. Den Teil find, oder sagen wir mal so, der Teil ist aber relativ unwichtig. Ich markiere das mal rot. Mit dem KS wollen wir uns eigentlich gar nicht rumschlagen, aber wir müssen es halt mitnehmen, damit es stimmt. Was uns jetzt interessiert ist, wie können wir diesen Anteil, ich markiere mal blau, das ist der, der jetzt für uns wichtig ist. Wie können wir diesen Anteil ausdrücken in den Elementfunktionen und nicht mehr in diesen globalen Funktionen? Na, schauen wir noch mal. Wir hatten ja gesagt, wenn wir uns nur auf einem Element bewegen, dann können wir die globalen Funktionen in den Elementfunktionen ausdrücken, eben über diese Assemblierungsmatrix, dann können wir das doch hier mal mit reinnehmen. Also Summe über die Elemente, das bleibt uns erhalten. Dann die Element-Bilinearform, aber jetzt eben ausgewertet für die Kombination der Elementfunktionen. K gleich 1 bis 2. AE IK multipliziert mit NEK. Ja, so können wir Phi I schreiben, wenn wir uns nur auf dem Element Omega E befinden. Dann Phi J wieder die Summe. Wir nehmen einen anderen Summationsindex L, auch wieder von 1 bis 2. Dann
AE, jetzt eben der J-Eintrag L mal N E L. Na? Das ist ein L. Nicht vergessen dürfen wir natürlich das KS. Der blaue Beitrag ist jetzt deutlich länger geworden, weil wir eben diese beiden Summen eingesetzt haben. Wir werden aber gleich sehen, dass das auf eine unheimlich praktische Formulierung führt. Gut, jetzt haben wir also in dem blauen Ausdruck AE ausgewertet für die Summe von Funktionen, jeweils multipliziert mit Zahlen. Diese AEIK, das ist ja eine Zahl. Und Sie erinnern sich, das können wir aus der Bilinearform rausziehen. Das heißt, wir nutzen aus, AE ist eine Bilinearform und ziehen das Ganze auseinander. Die Summe über die Elemente bleibt stehen und dann ziehen wir die beiden Summen für die Funktionen raus. K gleich 1 bis 2 für die erste Summe, L gleich 1 bis 2 für die zweite Summe. Die Faktoren ziehen wir raus. A, I, K für das Element E nach vorne. Das andere schreiben wir dahinter. Dann steht hier A, E von N, E, K, N, E, L. Nochmal multipliziert jetzt mit A, E von JL plus KSIJ dürfen wir nicht vergessen. So, was da steht in der Mitte von unserer Summe, das ist die Element-Bilinearform ausgewertet für die Element-Funktion. Das ist die sogenannte Elementsteifigkeitsmatrix. Das schreiben wir mal auf. Also AE ausgewertet für die Elementfunktionen K und L. Das ist der KL-te Eintrag in unserer Elementsteifigkeitsmatrix KI. Jetzt würden wir das Ganze nochmal gerne in einer kompletten Matrix-Schreibweise aufschreiben. Was wir hier im Moment stehen haben, ist ja alles mit den Indizes. Da muss man sich jetzt ein bisschen den Kopf zerbrechen. Aber wenn man das tut, wird man sehen, dass ich das hier bekomme, wenn ich die Transponierte von A mit der Elementmatrix multipliziere und dann nochmal mit der Matrix A. Ich schreibe es mal auf und dann sehen wir das, gucken wir es uns nochmal an. In Matrixnotation erhalten wir dann die globale Matrix K aus der Summe über die Elemente, das müssen wir beibehalten. Und dann AE transponierte multipliziert mit der Elementmatrix KE und das Ganze nochmal multipliziert mit AE. Wenn wir uns das mal vorstellen, AE hat ja zwei Zeilen und so viele Spalten, wie unser System Freiheitsgrade besitzt. Das heißt, die Transponierte davon ist eine Matrix, die tendenziell hochkant ist, ja, das multiplizieren wir mit einer kleinen quadratischen Matrix und das Ganze nochmal mit AE, also eine Matrix, zwei Zeilen, tendenziell viele Spalten. Was kommt da raus? Da kommt raus eine große Matrix N kreuz N. Ne, die hier ist 2 kreuz 2. Die hier ist n kreuz 2, die 2 kreuz n. Wenn ich das Produkt ausrechne,
kriege ich die große Matrix N Kreuz N raus. Damit haben wir eine wunderschöne Vorschrift, wie wir die globale Matrix aus lokalen Matrizen zusammenbauen können. Nicht vergessen, natürlich KS, so wie wir das schon besprochen hatten. Dann schauen wir uns an, wie das konkret aussieht mit dieser globalen Steifigkeitsmatrix, zusammengebaut aus den Elementmatrizen. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Unser Netz von vorhin, drei Elemente, fortlaufend nummeriert, so wie man das geschickterweise macht. Die drei Assemblierungsmatrizen A1, A2, A3 hatten wir uns ja auch schon überlegt. Da stehen sie. Irgendwas ist mit der 0 hier durcheinander gekommen, aber das lässt sich leicht korrigieren. So, dann beginnen wir mal mit dem ersten Element, Omega 1. Aufgeschrieben habe ich schon KE, dann die transponierte von unserer Assemblierungsmatrix A1. Die erste Spalte wird die erste Zeile, so muss man sagen. Also 1, 0, 0, 1 und dann die Nullen. Hier kann ich es ja abschreiben. 1, 0, 0, 1, 0, 0. So sieht das aus. Jetzt beginnen wir damit, dass wir die ersten beiden Matrizen miteinander multiplizieren. Soll heißen, Zeile, Spalte. Was kommt da raus? Sehen Sie sofort K1, 1, 1, erste Zeile, zweite Spalte, es bleibt übrig K1, 1, 2, zweite Zeile, erste Spalte, wieder K1, 1, 2, dann zweite Zeile, zweite Spalte, K1, 2, 2 und in den beiden folgenden Zeilen der Assemblierungsmatrix stehen Nullen. Das heißt, das füllen wir auf mit Nullen. Die Assemblierungsmatrix kopiere ich mir eben rüber. Dann können wir weitermachen und das zweite Produkt ausrechnen. Also Zeile, Spalte und so weiter. Erste Zeile, erste Spalte, da bleibt 1, 1 übrig. Erste Zeile, zweite Spalte, K1, 1, 2. Und jetzt folgen zwei Spalten mit Nullen in der Assemblierungsmatrix, also 0, 0. Dann zweite Zeile, erste Spalte, K1, 1, 2. Zweite Zeile, zweite Spalte, K1, 2, 2, 0, 0. Und dann folgen zwei Zeilen mit Nullen. Also kann ich das Ganze hier nochmal mit Nullen auffüllen. Diese Werte K1, diese Werte von der ersten Elementsteifigkeitsmatrix kann ich jetzt hier oben in unsere globale Matrix einsetzen. K1, 1, 1. Da sind sie. Ich hebe es auch nochmal farblich hervor. Wunderbar. Omega 2, das zweite Element. Unsere Assemblierungsmatrix sieht so aus. Wie der Hase läuft, haben wir, glaube ich, verstanden. Erste Zeile, die ersten beiden Spalten. Da kommen Nullen raus. Jetzt steht hier die sozusagen die Einheitsmatrix mal diese Matrix, soll heißen, wir können uns den Teil rüber kopieren. Schon wieder Schreibarbeit gespart und da kommen nochmal die Nullen. Die Assemblierungsmatrix kopieren wir uns wieder und jetzt geht's weiter, erste Zeile mit den Spalten der Assemblierungsmatrix durch. Hier stehen also
lauter Nullen. Zweite Zeile, erste Spalte, die 0. Zweite Zeile, zweite Spalte, K211. Dann K212 aus der zweiten Zeile, dritte Spalte und nochmal die Nullen. Dann dritte Zeile, erste Spalte, 0. Hier bleibt stehen K212, K222 und die 0 und dann nochmal mit den Nullen aufgefüllt. Jetzt sehe ich gerade, ich habe mich bei der globalen Matrix vertan. Das muss ich nochmal neu machen. Wir brauchen natürlich 4 Zeilen und 4 Spalten. Sie haben das natürlich gleich gemerkt, ne? Dann jetzt ist es richtig und wir können die Einträge von der zweiten Matrix dazu addieren. Nur Sie sehen, wo das landet. Hier K211 dazu, hier K212, K212 und hier der Eintrag in der rechten unteren Ecke von K2. Diese blauen Werte, also der Beitrag von Element 2. Drittes Element, ich gehe jetzt fix durch, Sie haben gesehen, wie das klappt, ne? Die Elementmatrix von dem dritten Element wird sozusagen rechts unten einsortiert. Das addieren wir jetzt nochmal auf die globale Matrix drauf. K3, 1, 1, K3, 1, 2, K3, 1, 2, K3, 2, 2. Und damit, jetzt müssen wir hier noch Nullen dazu tun, damit ist unsere globale Matrix komplett. Und wir sehen, die setzt sich eben zusammen aus den Matrizen der einzelnen Elemente, wobei die Elementmatrizen durch die Assemblierungsmatrizen nochmal auf die große Matrix verteilt werden. Wie werden die verteilt? Wir gucken mal. Für das erste Element landet das genau in den Spalten von den Knotennummern des Elements. Ne? Zeile, Spalte, 1, 2, 1, 2. Da hat das Element seine Knotennummern. Habe ich hier rechts nochmal daneben geschrieben. Genauso für das zweite Element, zweite und dritte Spalte, zweite und dritte Zeile, so wie wir das hier in unserem Indexvektor drinstehen haben und exakt genauso beim dritten Element. Diese Beobachtung legt nahe, dass man vielleicht sogar ohne diese Assemblierungsmatrizen auskommt, wenn man den Indexvektor kennt. Das werden wir aber später nochmal im Detail betrachten.